habe von 2006 bis 2009 an der WAM Marketing studiert und das war eine wirklich schöne Studienzeit und danach habe ich gedacht, ich mache erstmal ein paar Praktika. Zeitnah habe ich mein erstes Praktikum in New York gemacht bei einer mittelständischen Agentur bei Sesley. Das ist eine PR-Agentur und die betreut Labels von Abercrombie & Fitch bis hin zu Gap. Macht viel PR in den Bereichen Rockefeller Center Eröffnung, New York Knicks Spiele. Danach habe ich nochmal gedacht, gucke ich mir auch auf Praktika-Basis noch was anderes an. Bin nach Hongkong gegangen, habe dort bei der S-Crown LTD gearbeitet. Da war es so, dass wir im Prinzip, oder dass meine Position da als Praktikantin Labelfinderin war. Das heißt, ich habe neue Labels gesucht, neue Kunden versucht, im Bereich des Sportlabelings zu finden. Und und dann hat sich das halt immer mehr so in Richtung Modebranche gezogen. Nachdem ich dann aus Hongkong wiedergekommen bin, habe ich meinen ersten Job bei der Imina angefangen in Düsseldorf. Imina ist ein Modeproduzent mit Hauptsitz in China. Wir betreuen europäische wie auch deutsche Designer für die verschiedenen Modelabels, Modemarken. Und man kann sich das so vorstellen, dass ich als Assistentin in einem kleinen Team eingesetzt bin und das Bindeglied zwischen Asien und Europa bzw. Deutschland herstelle. Und in den Bereichen hat man während den vier großen Modenschauen, während den vier Seasons, halt von der Messebetreuung bis hin zur Kommunikation zwischen China und Deutschland alle Hände voll zu tun. Wir machen Betreuung und Pflege wie auch im Prinzip die eigene PR für die Produktionsstätte.